Boah, das ist so schwer. Ich schiebe ihn ins Bild. Yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute was super cooles vorstellen und zwar ein Adventskalender von Brand Newsbox, den ihr euch bestellen könnt. Er steht da vorne und er ist riesig. Ich würde sagen, ich hole ihn mal. Boah, das ist so schwer. Ich schiebe ihn ins Bild. Da-dum. Und ihr seht nichts, weil er zu groß ist. Klasse. Okay, so müsstet ihr ihn eigentlich sehen können. Er ist riesig und er ist prall gefüllt mit tollen Dingen. Ich glaube, er kostet knapp 40 Euro, aber ich glaube, das lohnt sich mega. Und um euch ein bisschen was zu zeigen, habe ich mir überlegt, dass ich drei Türchen aufmache, damit ihr wisst, was so in der Art drin ist, damit euch aber die Überraschung nicht genommen wird. Und dann könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr den vielleicht bestellt oder auch nicht. Und ich würde sagen, im Dezember werden wir den auch immer schön zusammen aufmachen. Und ich würde sagen, wir packen mal... Was machen wir denn mal auf? Ich möchte als erstes was vom Anfang aufmachen. Ich möchte die 3 aufmachen. Aber wo ist die 3? Ich sehe die 3 nicht. Sowas ist ja belastend, ne? Ich habe die 3 gefunden. Die machen wir jetzt auf. Leichter gesagt als getan. Die auf, kleine 3. Was ist da drin? Da ist drin... Oh. Schokolade! Von Niederegger, Lübeck. Merry Christmas, Marzipan-Weihnachtsschokolade. Das ist sehr, sehr passend und mega cool. Das finde ich cool. Ich pack das mal wieder da rein. Und ich würde sagen, dann machen wir noch... Dann machen wir noch mal die 13 auf. Gucken wir mal, was da drin ist. Das ist nämlich so ein richtig großes Türchen. Oh, looks like Alkohol. Aber ich habe, glaube ich, mal angeklickt, dass ich keinen Alkohol möchte. Von daher, ja, es ist alkoholfrei. Es ist Jive! Jive Holunderblüte! Kennt ihr Jive? Wenn ich Sekt oder Alkohol trinken muss oder möchte oder soll, trinke ich Jive, weil ich Jive richtig, richtig lecker finde, sage ich als Nicht-Alkoholmögerin. Okay? Also ich mag keinen Alkohol, ich mag auch keinen Sekt oder sowas, aber wenn, dann Jive, weil den mag ich echt ganz gerne. So, und ich würde sagen, dann machen wir mal fast Weihnachten auf, und zwar die 23. Machen wir 3, 13, 23. Das klingt doch gut, oder? Müssen wir die nur finden. Wo ist die 23? Wo ist die 23? Ist die 24? 20? Oh Mann, hier. Okay. Sieht ganz schön fest zu. Oh, da sind Chips drin. Oh, wie geil. Von Crunch Chips Little Italy. Bruschetta-Geschmack. Wie geil ist das denn? Bruschetta-Chips. Ich liebe Bruschetta. Und die Chips von Crunch Chips sind sehr lecker. Von daher, glaube ich, sind die definitiv sehr geil. Und jetzt habe ich es voll reingedrückt. Okay, ich würde sagen, ihr habt jetzt einen kleinen Einblick in diesen riesen, guckt euch mal an, wie groß der ist, riesen Adventskalender bekommen. Der ist auch mega dick, wie ihr sehen könnt. Ich wollte ihn euch einfach vorstellen, weil ich finde, das ist eine super coole Idee, auch zum Verschenken. Ihr könnt ihn auch ab jetzt schon bestellen. Und er wird auch jetzt schon ausgeliefert. Also wenn ihr da Bock drauf habt, ich finde den wirklich, wirklich mega cool und bin sehr gespannt drauf, was da alles drin ist. Ich finde es super cool und würde sagen, ich packe euch den Link zum Bestellen in die Infobox. Wenn ihr Bock drauf habt, bestellt ihn. Wenn nicht, guckt einfach mit mir im Dezember, was drin ist. Und ansonsten würde ich sagen, ich verlinke euch einfach mal mein letztes Brand Newsbox Unboxing Video hierhin. Dann könnt ihr sehen, was die Sophia noch alles so macht. Und würde sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns. Beim nächsten Mal. Tschüss.